What's poppin', Boys and Girls? Ich begrüße euch zum vielleicht spontansten Video, was ich jemals gedreht habe. Ich hatte überhaupt gar nicht vor, gerade was zu drehen, aber ich warte gerade auf die goldene Stunde, weil wir heute Abend Fotos machen wollten. Ja, weil ich noch eine Stunde Zeit habe, habe ich gedacht, ich könnte ein Video drehen, wo jetzt schon mal der eine Tag in der Woche ist, wo man sich die Mühe gemacht hat, sich anzumalen. Für diejenigen, die es nicht wissen oder die neu sind, ich habe bis vor einem Jahr immer so alle 2 Monate ein Video gemacht, in dem ich Dinge vorgestellt habe, die mich inspiriert haben, die mir Freude bereiten, die ich cool finde. Deswegen würde ich sagen, halte ich meine Schnauze und fange mit dem ersten Teil an. Okay, Favorit Nummer 1 ist ein Blog-YouTube-Kanal. Es ist der Blog von meiner guten Freundin und Kollegin Sophia von Is Happy. Blende ich hier überhaupt was ein? Wieso lehne ich mich zur Seite? Bestimmt blende ich hier was ein. Und das stelle ich euch nicht vor, weil, wie ich gerade gesagt habe, Sophia eine Freundin von mir ist, sondern weil ich wirklich unfassbar begeistert bin von ihren Rezepten. Sophia macht YouTube-Videos und hat einen Blog über vegane, für mich sehr gesunde Ernährung. Also das, was sie macht, ist schon im Durchschnitt wesentlich gesünder als das, was ich sonst so mache. Es ist gut gewürzt, es ist lecker, es ist gesund und ich habe wirklich sehr viel Freude damit gehabt. Es gibt einen ganz leckeren Brokkolisalat von... Wisst ihr was? Ich kann einfach mal unten in die Infobox die ganzen Rezepte reinschreiben oder reinpacken, die mir schon sehr gut geschmeckt haben, die ich von ihr nachgemacht habe oder die mir besonders gut geschmeckt haben. Als nächstes mache ich weiter mit Büchern. Und es gibt ein Buch, das mir dieses Jahr extrem viel Freude bereitet hat. Das war ein Tipp von meiner Freundin und Kollegin. Mein Gott, jetzt kann ich das immer sagen. Meine Freundin und Kollegin. Ja, es ist auf jeden Fall ein Tipp von Yamina. Moin Yamina gewesen. Und es heißt... A Millionaire's Mindset. Es geht um einen Millionär, der in einem Buch über Geld spricht und sagt, wie Millionäre, also er kategorisiert quasi in Bezug auf Mindset, in Bezug auf Geld, kategorisiert er die Welt in 3 Arten von Menschen, wie die sie über Geld denken. Slowlaner, Fastlaner und Sidewalker. Also erstmal muss man sagen, ich bin selbstständig, ich muss mich mit Geld vielleicht noch ein bisschen mehr auseinandersetzen, als es der ein und... Vielleicht ist das... Na, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich eine sehr große Verantwortung in Bezug auf mein eigenes Geschäft. Ihr seid ja auch so ein bisschen spirituell angehaucht oder manche von euch. Deswegen sagt euch der Begriff Glaubenssätze ja vielleicht was. Und in Bezug auf Geld haben ganz viele Menschen einfach so typische Glaubenssätze. Zum Beispiel wie Arbeit muss hart sein, nur harte Arbeit verdient viel Geld. Leute, die reich sind, sind schlecht. Leute, die reich sind, nehmen anderen Leuten was weg. Geld ist was Böses. Ganz viele Leute kennen das bestimmt, dass man in Bezug auf Geld, Geld leihen, Geld, jemand hat viel Geld, jemand hat wenig Geld, da gehen unheimlich viele Emotionen mit. Und deswegen wollte ich mich intensiv mit dem Thema Geld beschäftigen. Und A Millionaire's Mindset war das erste Buch, was ich gelesen habe. Ich fand es super spannend und ich wollte das einfach mal so nennen. Vielleicht findet ihr das ja auch ganz, ganz spannend. Das zweite Buch, was mir sehr, sehr viel Freude bereitet hat diesen Monat, ist Dumplin' Go Big or Go Home von Julie Murphy. Das hat mir meine Freundin Laura ausgeliehen. Ich verstecke mal meine Fingernägel, die sehen nämlich maßlos asozial aus. Und das war wirklich ein sehr, sehr guter Tipp. Also es hat mir so Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Das Buch handelt von Willow Dean. Das ist ein Mädchen, das übergewichtig ist und ja, so ein normales Teenagerleben führt. Und sie verliebt sich dann in Bo, mit dem sie zusammenarbeitet. Und ja, dann ist das erste Mal sie so in Berührung damit, dass sie vielleicht doch nicht so ganz okay damit ist, dass sie mehr wiegt als die Mädchen, die, ja, so. Also es geht sehr viel um Selbstliebe. Kommen wir zu einem weiteren Produkt. Dazu muss ich ein bisschen Kontext geben. Es ist in der Regel so, dass ich keine Hautpflegeprodukte bewerbe, zeige, teste fürs Gesicht. Ne? Also Körper finde ich was anderes. Aber wir wissen alle, Gesicht ist so eine Sache. Voll viele Leute haben Probleme mit Pickeln, mit SA, Akne. Ich finde, Gesichtshaut ist halt echt so eine schwierige Sache, wo jeder irgendwie so sein oder viele Leute so ihren Struggle mit haben. Und deswegen bewerbe ich das nicht aus einfach 2 Gründen. So ein kritisches Produkt wie Gesichtspflege möchte ich nicht bewerben, ohne dass ich es vorher wirklich benutzt habe. Und da könnte man jetzt sagen, ja, du könntest es aber ja jedes Mal vorher testen. Aber ich habe halt jetzt auch nicht die geilste Haut auf der Welt. Also es sieht jetzt vielleicht so aus, weil mir halt ein riesengroßer Scheinwerfer in die Fresse scheint. Aber ich will einfach nicht irgendwie alle 3 Wochen meiner Haut
Haut irgendwelche neuen Inhaltsstoffe aussetzen und da immer wieder neue Scheiße hinklatschen. Aber ich habe eine E-Mail bekommen von einer Marke, die heißt Skincerely Yours. Das ist das erste Mal, dass ich neugierig war und mir die Produkte habe zuschicken lassen, weil in dem Toner ist Glykolsäure. Und ganz viele Leute von euch haben mir mal Fruchtsäure-Peeling empfohlen. War irgendwie neugierig, aber gleichzeitig ist das Wort Säure da drin. Das finde ich schon mal gruselig. So. Und zweitens soll man dann auch Lichtschutzfaktor an den Tagen danach tragen. Und wir wissen alle, dass ich sehr viel in der Sonne bin. Ich reise viel. Mein Vorname ist Jacqueline. Da gehört es einfach zum guten Ton, dass ich mindestens alle 6 bis 8 Wochen einmal unter das Solarium gehe. Aber ich war neugierig. Ich habe es mir zuschicken lassen. Und ich muss es jetzt einfach sagen, meine Haut war nie besser. Und ich betone jetzt aber auch nochmal, es kann sein, dass meine Haut so viel besser geworden ist, weil es einfach vielleicht exakt das perfekte Produkt für mich ist, für meine Haut. Vielleicht liegt es an dieser Fruchtsäure. Ich kenne mich damit nicht aus. Und deswegen gehören sie zu meinen absoluten Favoriten. Kommen wir zu einem Film, der mir diesen Monat sehr, sehr doll gefallen hat. Und zwar ist es der Film Coraline. Der ist jetzt nicht ganz neu. Ich finde, es ist der perfekte Film für den Oktober. Es ist, und November eigentlich auch, weil ich tue im November, die Hälfte des Novembers immer noch so, als wäre immer noch vor Halloween, weil ich nicht loslassen will. Coraline ist ein kleines Mädchen. Ja, sie entdeckt so eine Tür in ihrem Haus, das in eine Parallelwelt, in eine andere Dimension führt, in der alles viel schöner ist und verstrickt sich dann quasi so in diesen zwei Welten, die sich spiegeln. Und es hat mir sehr viel Spaß, ich will nicht spoilern, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich kann es euch nur ans Herz legen. Und wenn ihr Lust habt, kann ich auch nochmal so ein Favoriten-Moped-Video machen mit Herbstfavoriten. Also zum Thema Musik, Filme, Serien und so weiter, weil ich zelebriere das ja sehr hart. Kommen wir zu einem meiner größten Favoriten diesen Monat. Es ist das neue Album von Finn Kliemann. Nie. Naja, auf jeden Fall war ich schon immer sehr begeistert von den kleinen musikalischen Einspielern in seinen Videos. Lass den Winter kommen und den Sommer gehen. Aber dieses Album hat mich weggefetzt. Ich bin riesig, aber du viel größer als ich. Alles jetzt, alles wichtig, aber wichtiger als du ist mir nicht. Ich finde einfach, die Melodien sind großartig, die Beats sind großartig, seine Stimme. Da weiß ich gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Also ich habe das hier angemacht auf meinem Plattenspieler, ich habe hier ausgeräumt und ich habe Rotz und Wasser geheult. Oder am nächsten Tag habe ich Frühstück gemacht, ich habe die Musik angemacht, ich habe Rotz und Wasser geheult, bis mein Freund reinkam und gesagt hat, du hast jetzt offizielles Finn-Kliman-Hörverbot, du kommst ja gar nicht durch den Tag mehr. Weil er mit diesem Album etwas trifft, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist sehr echt. Und sogar jetzt, wenn ich drüber rede, bekomme ich eine Emotion. Finn-Kliman ist einfach geiler Typ. Kommen wir zu Podcast. Gag Reflex. Ja, ich habe es auf Instagram schon empfohlen. Ich bin ein wirklich sehr, sehr großer Fan. Der Podcast ist von Andreas Linksch und Lars-Erik Paulsen. Gibt es einen Gag, 56. den du im Nachhinein bereust, Raglingsch? Ja, jeden zweiten. Die beiden treffen sich einmal im Monat und besprechen in jeder Folge so 3 Zuschauerfragen. Von ich habe eine Frau kennengelernt, die hauptberuflich Pornodarstellerin ist. Wieso sind die Haare an meinem Arsch so lang und was kann ich dagegen tun, dass da immer so viel Kacke dran hängen bleibt? Es geht sehr viel um Sex, es geht sehr viel um... es ist unfassbar intim und die beiden machen sich halt... Sie geben irgendwie manchmal Ratschläge, aber machen sich auch viel darüber lustig. Es ist viel schwarzer Humor dabei, es ist sehr viel sexistische und rassistische Witze, aber in einem Maß, wie ich persönlich es super witzig finde. Für Leute, die ein bisschen derber drauf sind, über solche Dinge lachen können, denen kann ich es echt ans Herz legen. Hört da mal rein. Wenn ihr ein bisschen empfindlicher seid und so schnell getriggert werdet, wenn auch Leute irgendwie nur aus Spaß dieses oder jenes sagen oder Wörter benutzen, die ihr nicht so cool findet und so weiter, dann lasst es lieber sein. Dann werdet ihr bestimmt wütend, aber ich habe wirklich sehr viel Spaß dabei. So Leute, das waren meine Favoriten. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele das waren, aber ich glaube, es waren genug, weil, ja, was heißt, es waren halt vielleicht nicht genug, aber ich habe halt wieder zu jedem eine halbe Stunde was erzählt. Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst mich nochmal wissen, ob ihr Bock auf so Herbst-Stuff habt. Und bevor das Video jetzt künstlich in die Länge gezogen wird, danke ich euch, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr seid süß, ihr seid klein. Ihr seid rein. Hoffentlich. Bestimmt nicht.